Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin. Ja, dieser Bericht vom Rechnungshof war tatsächlich eine Großtat, denn es gibt kaum etwas in dieser Republik, was so kompliziert und so verschachtelt ist und so schwer zum Analysieren und so schwierig zu interpretieren ist, wie das österreichische Gesundheitswesen. Und die Akribie, mit der hier die Daten aufgearbeitet und zusammengetragen wurden und eine Analyse gemacht wurde, die ist wirklich bemerkenswert und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Grundlage für weitere Diskussionen. Und ich habe das mit dem Bundesminister Mückstein auch schon mehrmals gesagt, wir brauchen da sicherlich nicht nur einen, sondern mehrere gesonderte Termine, wo wir nur dieses Thema mal gemeinsam besprechen. Der Kollege Sachsinger hat das ja schon angesprochen, hier gibt es tatsächlich sehr großen Handlungsbedarf. Nun, wie sieht die Situation aus? Was hat der Rechnungshof festgestellt? Der Kollege Sachsinger hat es schon angesprochen. Mit Stand Ende 2019 gab es in Österreich 7.142 Planstellen und leider Gottes waren damals bereits 327 kassenärztliche Planstellen nicht besetzt. Paradoxerweise teilweise sogar geplant nicht besetzt und die Situation hat sich bis heute leider Gottes in keinster Weise verbessert, sondern ganz im Gegenteil eher verschlimmert. Und wenn nun das Argument aufgebracht wird, dass das vielleicht daran liegt, dass wir aktuell zu wenig Ärzte haben, so stimmt das eher nur bedingt bis gar nicht. Denn wenn man sich anschaut, dass in den letzten 10 Jahren eben die Zahl der Wahlärzte um 50% oder 40% gestiegen ist und gleichzeitig die Zahl der Kassenärzte stagniert ist, dann sieht man ja, dass hier Ärzte durchaus vorhanden wären, die in den niedergelassenen Bereich gehen wollen, aber offensichtlich wollen diese keine Kassenstellen annehmen. Und warum ist das so? Nun, auch das hat sich der Rechnungshof angeschaut und er hat festgestellt, dass die Bevölkerung in den letzten 10 Jahren zwar um 6% gewachsen ist und auch die Anzahl der kassenärztlichen Konsultationen, zum Beispiel bei den Allgemeinmedizinern, um 6% gestiegen ist, aber eben ohne, dass es mehr Kassenärzte gibt. Das heißt, die Arbeitsbelastung der Mediziner ist tatsächlich sukzessive und Jahr für Jahr höher geworden. Aber bitte nicht nur durch die Patientenkonsultationen, sondern was da noch gar nicht mit dabei erfasst ist, ist der ganze bürokratische Aufwand, der hier dazu kommt. Die ELGA-Einführung, das ganze E-Card-System, was eingeführt worden ist in den letzten 10 Jahren. Jetzt kommt das elektronische Rezept dazu, die Fernverordnungen, die wir weitergeführt haben, die ökonomischen Zwänge durch die Sozialversicherungen, die Öko-Tools, die umgesetzt werden müssen, das ganze Bewilligungswesen, was noch mit dazu hängt, auch die Problematik mit der Arzneimittelverfügbarkeit, also sprich Umstellung von Patienten bei nicht verfügbaren Arzneimitteln und ähnliches. All das belastet unsere Ärzte über Gebühr und findet noch gar keinen Ausdruck in dieser 6% Mehrbelastung, die hier stattgefunden hat. Aber auch andere Dinge, auch ökonomische Gründe sind hier sicherlich anzuführen. Denn auch das hat der Rechnungshof ermittelt, der durchschnittliche Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag hat 2019 ein Jahreseinkommen von ungefähr 130.000 Euro gehabt und der durchschnittliche Facharzt in etwa 200.000 Euro. Und diese Diskrepanz führt natürlich auch dazu, dass allgemeinmedizinische Kassenstellen nicht besonders attraktiv sind und generell der Beruf des niedergelassenen Allgemeinmediziners, des Landarztes, nicht sehr attraktiv ist. Ich könnte noch sehr viele andere Punkte aufführen, die hier dringlich zu verbessern wären. Sehr vieles davon hat der Rechnungshof in seinen Empfehlungen bereits festgeschrieben. Und deshalb möchte ich folgenden Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Gerhard Kanjak und weiterer Abgeordneten betreffend Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat dafür Sorge zu tragen, dass die österreichische Gesundheitskasse ÖGK und die Ärztekammer den Gesundheitsplan Österreich umgehend umsetzen und alle offenen kassenärztlichen Stellen in Österreich schnellstmöglich besetzen. Zudem hat er entsprechende Empfehlungen des Rechnungshofs, alle dafür notwendigen Maßnahmen zu treffen und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Vielen Dank.